das irgendwann mal in den Griff kriegen hier auf diesem Planeten. Ich hoffe schon, ansonsten müssten wir bald unsere Sturmtruppler austauschen. In dem Moment lacht Navid, der Sturmtruppler. Guten Morgen, mein Imperator. Guten Morgen, mein Lord. Architekt, was ist mit Ihnen los? Wie mein? Naja, um das Ganze nicht im Roleplay auszudrücken, mischte mal my stream sie. Du rutscht auf dem Botte in der Liegeperson rum. Und jetzt bist du unsichtbar. Okay. Ich werde mich mal nochmal hinlegen. Vielleicht habe ich schon nicht schief geschlafen. Sturmtruppler sind sie betrunken. Sie schlafen am Tisch. Ich glaube, ich habe schief geschlafen. Ich lege mich nochmal hin. Ja, bleib am Böschte auf dem Tischlei. Perfekt. Wie das aussieht. Schattentruppe, hatten sie auch dieses rutschende Ding hier auf dem Boden? Oder war nur ja, ich? Das hatte ich auch. Okay. Im Chat, das ist vollkommen normal. Weiter im Programm. Wo ist mein Schüler? Ich habe ihn nicht gesehen. Captain Phasma? Keine Ahnung, mein Lord. Gut. Dann warten wir mal auf den Architekten, der seine schlafenden Beine wieder erwecken muss. Jetzt hat der Sturmtruppler Nevermir kein Helm mehr auf, das ist ja geil. Architekt, sie hat auch komische, ja. Zuckungen. Herr Saboteur. Sind Sie mit einem Kleiderbügel eingeschlafen? Die Muskeln, oder? Der Architekt scheint bei mir aber auch sehr durchsichtig. Er ist nicht da. Er hat sich nochmal hingelegt. Wenn's mal wieder länger dauert, schnappt euch einen Snickers. Also ich kann euch hier, ich schicke euch mal so bei Vader Pizzas, bis das da losgeht. Okay, fangen wir mal an, der Architekt stoßt ja dann dazu. Wie weit sind Sie mit der Aufzucht der Jungtiere? Schattentrooper. Ich bin noch dabei, ich bin fast fertig damit. Wie viele Jungtiere konnten Sie jetzt bereits erfolgreich aufziehen? Ich konnte eins aufziehen, das andere hatte einen Unfall. Eins ist keins, das wissen Sie. Das weiß ich, ich werde mich sofort daran machen. Fast mal, was haben Sie zu berichten? Im Moment leider nicht viel, mein Lord. Ich habe gesehen, dass der Architekt das Gefängnis fertig gebaut hat. Sie sollten sich dieses vielleicht später noch ansehen.
Ich sehe auch, Sie haben Sturmtruppler geklont. Oder wo kommen meine Leibwachen her? Ich hab's versucht, jedoch sind sie momentan noch nicht zu sehr für mehr als reinen Wachen in der Lage. Immerhin müssen wir dann keine Nachtwache mehr aufstellen. Jawohl, mein Lord. Herr Saboteur, wie weit sind Sie mit diesen Tretminen, wie Sie es das letzte Mal nannten? Erfolgreich. Erfolgreich? Kann sie replizieren. So, jetzt hat der Stimmenverzerrer drin oder was? Alter. Wie ich Kylo Ren habe ich auch den klaren Pyroschlafphase bereits hergestellt. Den ich nur von der Dauer her nur jede Kyroschlafphase herstellen kann. Hör nur ich nur so schlecht oder alle? Herr Saboteur, Sie waren sehr schlecht zu verstehen. Diesen Kleider, den ich gerade trage, den kann ich vom Zeitaufwand jede Kryoschlafphase einmal herstellen. Und dieser ist bereits neu hergestellt. Im zweiten besitzt Kylo Ren. Was hat das mit dem Kryoschlaf auf sich? Es benötigt sehr viel Zeit, dieses herzustellen. Und bis ich einen fertiggestellt habe, liegen wir uns bereits in unseren Kryoschlaf. Sie wollen mir also sagen, wenn ich alle Sturmtruppler in den Kryoschlaf schicke, auch Sie, dann hören Sie nicht auf diesen Befehl und arbeiten weiter? Jawohl. Ich habe den ersten Kandidaten für das Gefängnis von innen auszuprobieren. Befehlmissachtung. Herr Architekt. Stimmt alles an meinem Outfit? Am Outfit ja, an Ihrer Position nicht. Aber legen Sie sich auf den Tisch, so bekommen Sie wenigstens das Gespräch mit. Okay. Okay. Steigen Sie mal auf den Stuhl und dann vom Stuhl wieder runter. Und bleiben Sie genau an der Stelle. Herr Architekt? Wieder eingeschlafen. Okay. Ist der Boden so gemütlich? Was mal? Lebt er noch? Er sagte ja bereits, mit seiner Kryo-Schlafkammer stimmt etwas nicht. Beim letzten Mal war es ja nur ein Rückenschmerz. Jetzt scheint es ernster zu sein. Ja, schön in den Popo. Herr Schatten drüber, Sie haben sich mit der kleinen Kreatur vom Kylo Ren befreundet? Ja, diese ist mir auf die Schulter gesprungen, als ich dabei war. Sie, naja, Sie wissen. Nein, weiß ich nicht. Wenn sich zwei Kompis ganz doll lieb haben, dann ja. Also wollte es den Akt nicht vollziehen und rettete sich auf ihre Schulter. Genau. Und ist seitdem nicht mehr runtergegangen. Nein, es möchte auch irgendwie nicht runter. Ich möchte ihre Rüstung nicht am Rücken sehen. Wenn es seitdem nicht runter ist, dann hat es auch alles andere da oben gemacht. Sie müssen ja schrecklich hinten aussehen. Ich will's auch nicht sehen, mein Lord. Ich auch nicht. Soll ich Ihnen behilflich sein? Ja, bitte. Rüstung ausziehen. Oh, ich krieg eine Demonstration der neuen Waffe. Hier. Jetzt sprengt er alle Tische weg, Achtung. Oh. Sehr beeindruckend. Das sollte ein tiefer Schlaf sein. Wie viele Exemplare von Ihrer neuen Waffe besitzen Sie bereits? 10 Stück. Oh, Sie haben den Kleiderbügel endlich abgelegt. Sie können sich normal wieder bewegen. Sehr beeindruckend. Herr Architekt. Muss nur noch auf die Füße. Ich glaube, er kann uns nicht hören.
Ich wollte auch über unsere Verteidigung sprechen, die ja immer noch im Vergleich zu unserer Basis aus Stein besteht. Das muss unbedingt ein Update bekommen. Das sollte heute als oberste Stelle stehen. Natürlich betrifft das nur die Sammler und den Architekten. Sie können weiterhin sich bei den Jungtieren versuchen. Verstanden. Und unser Saboteur? Ich höre zu. Unser Saboteur kümmert sich weiter um Erforschung solcher Waffen. Und natürlich die Anzahl erhöhen für jeden Sturmtruppler. Jawohl. Gut. Haben Sie es gemütlich gemacht, Architekt? Dann war das erstmal unsere Sitzung für heute. Sehr bequemer Tisch, ja. Mein Lord? Wegtreten. Schatten drüber, Sie haben noch etwas? Wenn ich Ihren Schüler sehe, soll ich ihn informieren? Er soll den Sammlern helfen, für den Architekten die Ressourcen zu sammeln. Verstanden. Ich gehe mir jetzt das neue Gefängnis anschauen. Ich guck mir nochmal das da oben mit der Kryo-Schlafkammer genauer an. Wenn nicht, probieren Sie mal von einem anderen Sturmtrippler die Kammer aus. Bleiben Sie mal kurz stehen. Kommen Sie mal weiter nach links. So, die versuchen dann wieder auf die Beine zu bringen. Hi, Techner. Und ich guck mich jetzt hier erstmal um. Wir sehen hier, wir haben ordentlich geklont gekriegt. Ne? Also ich sagte ja bereits, mehr als Wachposte sind sie im Moment nicht. Oh. Oh. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. Leckt wieder. Muss das kurz abwarten. Die Kammer ist schön klein. Echt super. Mal mehr braucht er. Oh, das ist schon die Luxusversion. Oh, wir haben noch jetzt wieder Ausgang. Sehr gut. Hab ich gerne gemacht. Fass mal! Ziehen Sie sich etwas an, also. Sie bringen meine blasse Haut noch zum Erröten. Boah, eine große Frau und. Sie deuten sich auch eventuell was an. Guten Morgen, junger Master. Wo warst du zur Konferenz? Meine. Kryo-Kammer hatte Probleme. Und wer hat dich rausgeholt? Das habe ich alleine geschafft. Das nächste Mal ein bisschen schneller! Tut mir leid, mein Meister. Wir kümmern uns heute, dem Architekten den Support zu leisten, die Verteidigung hochzuziehen. Mir gefällt das nicht, dass die Basis hochgecutet ist und die Außenmauer nicht. Verstanden. So, Herr Bauherr. Was wird benötigt? Ich nehme an, Sie wollen eine metallische Wand haben. Und? Deswegen, wenn ich mich recht entsinne, brauchen wir Metall, Zement, Paste. Denn das? Und das klebrige Zeug. Ja, das, genau, das wäre erstmal das Nötigste von allen. Wie sieht es mit den Brennöfen aus? Ich werde mich sofort darum kümmern, dass die Brennöfen laufen.
Gut, dann gehe ich schon mal mit meinem Para los. Ja, beim letzten Mal haben wir ja gelernt, dass ich das Ding umschalten muss, damit mehr Metall rauskommt. Mehr Stahl kriegt. Es. Okay, das war Metall. Irgendwann lerne ich das noch. Weiterhin eine Warnung. Noch Metall. Beim Absatteln direkt abgebaut. Ui, wenn haben wir dann to? Habe ich noch die Loop? Ja, ich habe die Lupe noch. Den haben wir doch schon. Ich muss sofort mal Schüler holen. Das ist ja ein ausgewachsenes Exemplar. Exzellent! Weil man mit einem Plasma schneidet oder das eigentlich gar nicht mehr brauchen. Aber so ein exzellentes Tier, nee, von der Basis muss mitgenommen werden. Hi, Schatten X. Haben Sie meinen Schüler gesehen? Nein, mein Lord. Nur wie das letzte Mal, wo Sie ihn zusammengestaucht haben, mein Herr. Fangen Sie bei der hinteren Mauer an, wo der kleine Käfig war. Wie erwünscht, mein Lord. Mein Schüler? Haben Sie sich das neue Gefängnis angesehen? Ja, Meister. Das Gefängnis habe ich schon begutachtet. Entspricht es Ihren Wünschen? Ja, die Gefängniskammern sind sehr klein geworden. Perfekt. Wo ist jetzt mein Schüler? Hier. Ich habe ein exzellentes Tier gefunden. Wir müssen es unbedingt direkt mitnehmen. Sind Sie gerüstet dafür? Haben wir einen Betäubungsblaster? Ja, Meister, ich habe einen. Ja, mein Betäubungsblaster. Sehr gut. Dann packen Sie mal Ihr Dreihorn auf die Seite. Wir holen Springer. Welche Springer sind für den Ausflug geeignet? Drüber, wir kommen gleich mit einem exzellenten Tier zurück. Ich bin schon gespannt. Es ist von dieser Art hier. Von derselben? Richtig. Wir uns beeilen, nicht, dass es doch weg ist. Mein Schüler schließt die Tür.
Der hat Level Up gehabt, das ist ja interessant. Können wir los? Ja, Meister. Schau es dir an. Ein Prachtexemplar. Weißt du noch? Umschießen? Weißt du noch, wie wir es das letzte Mal bezwungen haben? Nein, Meister, ich war beim letzten Mal nicht dabei. Aber du hast den Betäubungsblaster genau zwischen die Augen. Was ist das? Das leckt ganz schön. Beeindruckend. Mein Schüler, meinst du, der Koch hat etwas Exzellentes für dieses Tier? Ich weiß es nicht, ich könnte mit nachfragen gehen. Ich könnte zum Koch gehen und kurz nachfragen, ob er etwas... Schauen Sie beim Koch und Captain Fass mal vorbei. Und dann kommen Sie wieder her. Exzellentes Futter brauchen wir. Ja, Meister. So prachtvolles Tier. Ach, es macht einfach Spaß, auf dem Raptor bei dem RP rumzurennen. Setzt mich total an. Einen Architekten so nicht ernst nehmen, schick ihn zur Therapie. Selbsterkenntnis ist der Weg zur Besserung. Er kann doch irgendwie. Der Raptor macht irgendwie laut. Kann er das nur, wenn man drei Raptore im Rudel hat? Das Jurassic Park rufe. Das haben sie doch irgendwie eingebaut, aber ich habe es noch nicht rausgefunden, wie es geht. Geht bestimmt nur, wenn drei Raptore sind. Ja, hoffentlich kommt mein Schüler gleich wieder. Bei euch in der Bude auch so heiß. Bei uns ist mörderisch, Herr Wahnsinn. Bleibt dann der. Basis ist doch jetzt echt nicht weit weg. Wo bleiben Sie denn? Musste das erst zubereitet werden? Ja, Meister. Sehr schön, exzellentes Futter. Der Koch hat sich richtig gelohnt zu befreien aus dem Luftschiff.
Haben Sie schon die anderen Rezepte von ihm gesehen? Nein. Das ich für ihn gefunden hatte, war ihm bereits bekannt. Weiß nicht wirklich, wie weit seine Ausbildung schon vorangeschritten war. Sie müssen unbedingt dahin gehen, er hat leckere neue... Wer auch diese Kanu-Burger drauf hat, wie Captain Phasma? Weiß ich nicht. Ich hatte bisher nur Horny-Burger. Sie kümmern sich? Ja, Meister. Sehr schön. Dann werde ich weiter das Metall fördern. Oder wir könnten aber Architin mit der Katz holen gehen. Das wäre auch eine Option. Nur müsste ich dann weiter von der Basis weg. Die Schwangerschaft dauert wohl bei Katze länger. Moipara steht, glaube ich, vorne, ne? Haben bestimmt vorne geparkt. Ihr habt euch zusammengetan? Ja, ist ein sehr, sehr produktiver Kollege, mein Imperator. Gut. Ich bin. Wir hier eine Mauer dazu bauen oder ist das hier hinten soweit in Ordnung? Wir können das auch nach draußen weiter ausbauen. Dieses Ding hier habe ich nur für den Herr Sky gebaut. Das stört ja nur. Gibt es eine primäre Stelle, die Sie geschützt haben wollen, jetzt die Vorrang hat? Weil sie meinten hinten am kleinen Käfig. Das ist hier. Das ist hier. Wir haben ja hier nur das Tor und diese Metallgestänge. Architekt, verstehe. Könnten Sie mir mal helfen? Okay, ich verstehe, mein Lord. Und ich sehe eigentlich diesen Turm hier als Schwachpunkt. Mit diesem Turm kann ich nicht nach draußen schießen. Gehen Sie mal hoch aufs Geschütz. Sie sehen ja gar nichts. Ich komme sofort, Herr Rapporteur. Der Imperator hat immer Vorrang, das wissen Sie doch. Ich bin zu fett, ich hänge in der Tür fest. Ich sagte Ihnen bereits, die Tür hat einen Fehler. Sehen Sie, was ich meine? Die Tore stören. Ja, Lord, Sie haben recht. Deswegen... Wir werden das umdenken hier. Deswegen die Außenmauer verstärken, so kann man sich die Innenmauer sparen. Das ist korrekt. Gut. Dann ran an den Speck. Okay.